Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem Ründchen Nautilus Support im Rank bei mir gerade. Denn ich möchte heute ein klein bisschen was mit euch testen, mal wieder, was ich im Prinzip auch schon im Stream getestet habe. Und ein klein bisschen darüber reden. Und zwar im Prinzip die Rune Futures Market. Was kann das Ding? Ist es cool? Ist es nicht cool? Kann man was damit machen? Ich werde es euch verraten, wieso meine Meinung darüber ist oder wie man das auch einsetzen kann hauptsächlich. Viel Spaß dabei! Yeah. Zunächst einmal ein kleiner Randpunkt, der halt da ganz schön ist. Wir gehen auf Resolve praktischerweise jetzt als Main-Runenbaum, haben da Aftershock dabei, Font of Life etc. Das Übliche, da brauche ich jetzt nicht viel dazu sagen. Und Secondary nehmen wir eben die Inspiration mit. Inspiration erlaubt es uns, dass wir praktisch einen Hauptbaum haben. Das heißt, wir sind hier bei Nautilus also wir kriegen ja praktisch am meisten Leben. Das kann man auch auf Alistair mitnehmen, auf den anderen Tank-Supportern genauso. Also wir haben erstmal einen relativ soliden Wert an Leben, den wir hier haben. Das ist schon mal nett. Tschack. Das passt für mich hier auch, ist ein akzeptabler Trade. Also erstmal solider Health-Wert. Das wollen wir haben, denn so ein bisschen AP, ein bisschen AD, das ist zwar mal nett für die Early-Trades und vielleicht mal für einen Out-Attack hier und da, aber es ist nicht wirklich cool. Also es ist zwar cool, aber es ist... Ihr wisst schon, was ich meine. Ja? Es gibt Besseres. Und pures Leben ist in meinen Augen eben auch was Besseres. Job, den slowen wir mal kurz. Der versemmelt seine Combo. Und dann sind wir an der Reihe mit unserer Combo. Ja, eigentlich wollen wir die hier vorne abfangen. Wir sind mal so freundlich, damit die Minions nicht in den Turm laufen. Hätten wir zwar trotz allem dann auch alles bekommen, aber muss ja nicht sein. So, und Futures Market ist jetzt die Rune, über die ich heute reden möchte. Dann, wie gesagt, ich habe die im Stream jetzt ein, zwei Mal benutzt, weil ich war mir nicht so sicher, was ich wirklich mitnehmen soll und dachte mir, ich probiere es halt einfach mal. Und ich war extrem positiv überrascht von dieser Rune, denn Futures Market ist im Prinzip eine Rune, die erlaubt es uns ins Minus zu gehen. Na, es ist nicht so nice. Na, das ist okay, es ist akzeptabel. Ich bin gerade aus der Falle noch raus, aber die andere, da konnte ich dann nicht mehr raussteppen. Das war ein schöner Trade jetzt insgesamt. Draven hat es wieder worth gemacht. Also die Rune erlaubt es uns ins Minus zu gehen. Das heißt, wir können dann minus 100 Gold oder sowas haben, minus 200 Gold. Das Ganze erhöht sich pro 5 Minuten um einen bestimmten Wert oder so. Ich weiß nicht genau gerade die Statistiken dazu. Camille macht hier den First Blood Kill. Okay. Immerhin wurde es versucht. So, Ignite ist drauf, den Kill haben wir. Und den hier kriegen wir vermutlich auch noch. Ich habe es allerdings gerade misplayed. Ich hätte nicht in die Falle tappen dürfen. Ich muss hier nochmal kurz rangehen, dann kann ich wieder weiter quatschen. Denn ich glaube eigentlich nicht, dass diese... Oder geht die ganze Wave hier an den Turm? Ich bin mal halt nicht... Doch, die geht eigentlich. Ja, ich habe es gerade nicht richtig gemacht. Die Wave-Kontrolle, die war hier gerade nicht sonderlich gut. Aber es gehen doch noch einige Minions rein. Das ist gerade tatsächlich greedy, was ich hier mache. Jetzt hauen wir ab. Also, ich kann jetzt zurückporten. Ich habe 1200 Gold. Und jetzt habe ich hier praktisch die Möglichkeit, für 165 Gold ins Minus zu gehen. Soweit ich das immer gesehen habe, war praktisch beim ersten Mal ins Minus gehen, habe ich noch die Problematik, dass ich 50 Gold zahlen muss. So als einmalige Zinsen oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und ab da ist es praktisch so, dass du permanent in dieses Minus gehen kannst. Das heißt, einmal hast du eine Downside an dieser Rune und dann hast du so gesehen einen größeren Geldbeutel, wie es halt irgendwie im realen Leben so ein bisschen ist jetzt halt blöd gesagt, aber mir persönlich hat diese Rune in einigen Spielen dabei geholfen, dass ich relativ konstant immer wieder mir Control Wards mitnehmen konnte. Das war halt auf jeden Fall einer der hauptpositiven Punkte, Control Wards mitnehmen, wann immer ich es praktisch gebraucht habe. So, danke dafür. Okay. Das Problem an diesem Kollegen ist, dass der noch Flash hat. Der hat noch sein Flash ab. Na, das ist halt das Problem. Wir hätten hier auf die Caitlyn gehen müssen. Zip, zip. Aber naja, Zack ist halt einfach Zack.
Jip, jip, jip. Wir können also permanent ins Minus gehen. Das ist so der hauptpositive Faktor, den man da immer ganz gut nutzen kann. Und ob uns das jetzt in der Runde mal wirklich was bringen wird, werden wir sehen. Ich bin jetzt auch mit den Schuhen unterwegs. Ich kriege in 3 Minuten meine Magical Schuhe. Das ist eine Runde, wo ich definitiv auf Ninja Tabis gehen werde. Und damit habe ich eigentlich auch schon meine Hauptresistenz erledigt. Aber gut. Warum wird hier gepinkt? Warum nimmt er Free Damage? Fragen über Fragen. Aber wir haben gerade... Ja, okay, Set geht hier topseitig weg. Ja, ein klein bisschen poken kann er hier, ja. Könnte er hier alles machen. Gut. Und dann werde ich wahrscheinlich nicht so wirklich in die Verlegenheit kommen, dass ich mal, ja, mit einem schlechten Backport zurück muss. Und dann praktisch mir meine Schuhe leisten kann. Nope. Will ich nicht extra noch pushen. Okay, freier Poke. Das nehme ich gerne an. Allerdings muss ich jetzt kurz mal auf Aftershock warten, dass ich das wieder abhabe. Denn ich möchte mich hier nicht unbedingt überraschen lassen, im negativen Sinne. Die Frage ist, wann kommt Skarner runter? Der hat 3 Kills. Das ist doch ein Faktor, den wir in irgendeiner Art und Weise bedenken müssen. What, der 3 Kills her? Top Lane. Finde ich nicht so geil. Finde ich nicht so geil. Wir haben genug Disengage, falls es wäre. Also, Sorgen muss ich mir eigentlich nicht machen hier unten. Wir können hier weiter sicher farmen. Caitlyn hat ein CS-Lead, warum auch immer. Ich meine, eigentlich haben wir die ja mal gut getradet. Aber gut. Jup, jup, jup. Ah, da ist der Scanner. Wir versuchen hier noch so ein bisschen was zu kriegen. Ich bin ja tanky genug. Und dann gehen wir raus. Lassen den ADC sterben. Kann ich leider nicht viel machen für ihn. Wenn er da so lange noch rumgambelt. Wir sehen auch gerade. Ganz nice. Wir können jetzt hier direkt das Eye of the Watcher mitnehmen. Und jetzt gehe ich halt mal ins Minus. Und ihr seht, eigentlich habe ich jetzt halt nicht diesen 50 Gold Minus in Kauf nehmen müssen. Ich nehme gleich auch direkt 2 mit. Schuhe werde ich jetzt dann unterwegs mal bekommen. Na, eine halbe Minute. Das heißt, es ist gerade wirklich ein blöder Moment gewesen, zurückzugehen, alles in allem. Aber mit so wenig Leben muss ich sowieso nicht mehr da bleiben, das ist klar. Ist noch kein guter Einsatz gewesen von der Rune. Das Schöne ist tatsächlich, ich habe jetzt schon den Aspekt fertig. Da können wir dann auch ganz gut damit pushen, weil wir halt einfach ein bisschen höheren oder schöneren Execute haben. Ja, ich habe ihn jetzt im Prinzip nicht angegriffen. Ah. Heilige Mutter Gottes. Nehmen wir mal kurz 2 Tränke. Shares haben wir dann auch gleich wieder welche. Zack. Zack. Seht ihr, das ist da recht angenehm. Ich bin wieder auf halbem Leben. Skarner könnte natürlich wieder runterkommen. Es gibt keinen wirklichen Grund. Buffs sind eigentlich gemacht. Skarner ist Topseite, sehen wir auch gerade. Das heißt, wir können hier auch um diesen Ward fighten. Oder sie kriegt keine Minions. Ich hasse den Ward hier. Ich hasse ihn. Da, ernsthaft? Naja, aber ihr seht schon, ich versuche immer wieder mal einen Engage zu finden, denn eigentlich bin ich tanky genug. Die Stoffrüstung macht da eigentlich ganz gute Dienste. Entfernen wir mal diesen Ward hier. Aber wir kriegen gerade nicht ganz die Pressure auf die Lane, dass wir dann auch auf den Ward gehen können. Zap, zap, shut down. Nice one. So, da kann die Caitlyn jetzt halt eigentlich nicht. Gut, das reicht mir. Okay, ich tank das Ganze mal noch ein bisschen. Da ist zwar ein Minion, aber ich meine, das Minion, das ist dann auch tot oder fast tot. Okay, so läuft das. Heieiei.
Das war vielleicht jetzt halt eine unschöne Landingphase eigentlich, weil wir nichts hingekriegt haben. Ich gehe jetzt mal hier ein bisschen vor. Ich habe genug Luft gerade, um mir hier einen Ward hinzusetzen. Und hier wegzuparten. Da sollte ich nicht drauf gehen. Ich glaube, das wäre eine dumme Idee. Jetzt gehen wir zurück, kaufen uns die Ninja Tubbies. Und jetzt kann ich nochmal 200 Gold praktisch mehr ins Minus gehen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, eben mir jetzt einen Control Ward hier extra zu leisten, den ich mir normalerweise nicht leisten könnte. Und ich hätte mir tatsächlich auch jetzt nicht diesen Ruby Crystal kaufen können, aus dem ich übrigens Knights Row bauen möchte. Das heißt, ich habe jetzt praktisch Bonus Gold. Und das ist das Geile an dieser Rune. Wir haben mehr Gold, als wir eigentlich haben. Skana ist gerade Botzeit. Da werden wir natürlich drumrum spielen. Da haben wir ihn. Er weiß auch, dass wir ihn jetzt gespottet haben. Wir gehen also noch ein klein bisschen in den eigenen Jungle hier rein. Der klaut gerade den Blue Buff, der Mistkerl. Können wir ihn aber tatsächlich nicht wirklich dabei unterbrechen. Hier ist ein Ward. Den nehmen wir mit. Zwei Fallen hier zu nutzen. Einfach nur dafür, dass sie ein klein bisschen mich versucht zu poken, ist ein Waste, by the way. Keine gute Einsatzmöglichkeit hier. Dieser Anker war aber jetzt auch keine gute Einsatzmöglichkeit von meiner Fähigkeit. So, jetzt kann ich hier rüber gehen, den Ward wieder dahin packen, wo ich ihn haben möchte. Und gleichzeitig hier rangehen. Na? Diese Minions, ich sag's euch, die sind heute so fett. Die sind heute einfach so fett, diese Minions. Das ist nicht mehr normal. Ich krieg die einfach nicht. Ich habe auch schon heute so viele Fresh Hooks daneben gesetzt. Einfach nur immer wieder in so, immer wieder irgendwo hin, wo ich es nicht haben wollte. Wir teilen mal noch ein, zwei Minions. Pushen hier ran. So, wir kriegen da trotzdem unsere Assists. Ja, komm. Ich habe da kein Problem damit. Ich habe da kein Problem, den irgendwie hier zu viert zu diven. Ich tank das Ganze noch ein, zwei Hits. Dann war es das auch. Mehr muss ich nicht machen. Den können wir im Vorbeigehen mitnehmen. Jetzt sind wir praktisch auf 700 Gold. Das wäre wieder kein unbedingt schöner Zeitpunkt zurückzuporten, aber wir können jetzt hier das Candle Jam mitnehmen. Und da ich in diese Richtung möchte, kann ich so machen und nochmal zwei Control Boards mitnehmen. Wie gesagt, es ist ja hier beschrieben, dass man praktisch eine Landing Fee hat. Das heißt, man muss normalerweise 50 Gold irgendwie einmal extra zahlen. Aber von diesen 50 Gold habe ich noch nie was mitbekommen. Die existieren in meiner Welt anscheinend nicht. Kann Bug sein. Kann eine nicht irgendwie registrierte Patch Note sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich persönlich mag die Rune inzwischen. Also wenn man nicht so richtig weiß, was man mitnehmen soll, dann kann man sich die ruhig gönnen. Denn im Prinzip, theoretischerweise mehr Gold haben, ist doch auch eine nette Sache. Ja, den Ward nehme ich hier gerne mit. Habe ich nichts dagegen. Wahrscheinlich ist aber dieser Skarner gerade hier am Drake. Ja, und ich bin jetzt hier tot. Nein! Ich hätte da nicht hingehen sollen. Krieg nicht mal meine E raus. Ich habe mein Schild rausbekommen, aber mein E nicht. Ich hatte hier nur mit Skana gerechnet. Nur mit Skana. Mehr hatte ich da gerade nicht erwartet. Deswegen bin ich da überhaupt hingegangen. Es war trotzdem dumm. Jetzt habe ich hier, brauche ich 500 Gold für die Weste. Ich habe 170 gerade. Das heißt, insgesamt, damit ich mir das leisten könnte, bräuchte ich 275, damit ich das mit diesem Kredit praktisch schaffen würde. Werden wir wahrscheinlich nicht hinkommen. Dazu müsste ein Turm fallen. Und wir haben praktisch hier nur einen. Aber wer weiß, wir gucken hier mal noch kurz zu. Vielleicht ergibt sich da was. Und ich denke, so oder so dürfte es für mich besser sein, wenn ich ja das ganze Item mir kaufen kann. Also die komplette Rüstung. Im Moment ist hier keine Push Pressure. Das heißt, ich kann das noch ein bisschen entspannt abwarten. Und dann mit der ganzen Weste runtergehen. Und das erlaubt mir halt auch im Großen und Ganzen, dass ich halt mehr Gold in ein paar Stats investiere, die
ja, wo ich normal sagen würde, gut, da habe ich jetzt halt keine Möglichkeit, mir das zu leisten. Also einfach mal so einen Ruby Crystal mehr hier, vielleicht mal einen, so eine Chain Vest mehr da. Irgendwie sowas in der Richtung, das kann ich mir ja normalerweise nicht wirklich leisten. So, er CC't mich da. Gut, die haben wir hier relativ sicher. Teilen wir mal hier noch. Und die, also den Kill da oben, da schenke ich echt keine Beachtung mehr. Das ist halt das. Wir können so ein klein bisschen Tankiness, gerade auf Tank-Support, dann sage ich jetzt mal, mehr mitnehmen, als das normal der Fall wäre. Bei Sustain-Shield-Support, dann ist natürlich auch immer so ein klein bisschen, es fehlen mal hier 100 Gold, da mal 100 Gold, dass man gerade noch so sein Forbidden Idol bekommt oder sowas. Das ist natürlich dann auch möglich, dass man das mitnimmt. Und der Bonus ist natürlich, wir gehen weiterhin Inspiration und wir haben dadurch den rohen, vollständigen Bonus. Das heißt, wir sind halt mit, ich weiß nicht, was es sind, 14, 16 AP. Anfangs sind wir da dann komplett unterwegs. So, hier ist ein TP. Das war ein unnatürlich langer Hook, aber er hat getroffen. Wir haben hier praktisch mal wieder ein klein bisschen unterstützt und das einfach nur dadurch, dass wir CC'd haben. Cool. Ja. Futures Market hat von mir so ein klein bisschen einen Approved-Stempel bekommen in den letzten paar Stunden. Ich habe, das ist jetzt halt vielleicht die vierte Runde oder so, die ich sie teste, die Rune. Also wirklich aktiv mal anschaue und mir denke, ist das cool, ist das nicht cool. Aber wie ist denn da eure Meinung dazu? Ich meine, im Chat, im Stream war schon so, ja, auf dem, in dem einen Matchup so und im anderen Matchup so, ist in den meisten Fällen doch eine ganz coole Rune. Aber jeder hat eine andere Sichtweise. Ich würde da gerne drüber diskutieren, ob es vielleicht eine Downside gibt oder ob jemand unter Umständen eben diesen Bug mitbekommen hat, dass man da keine 50 Gold zahlen muss. Denn irgendwie finde ich das schon seltsam, dass ich da keine, ja, keinen Minus habe, so gesehen. Ich gehe jetzt erstmal zurück. Ich habe keinerlei Wards mehr. Ich habe genug Gold, um Knights Vow fertig zu bauen und könnte dann auch noch mir ein klein bisschen Control Wards leisten. Denn ich habe ja einen kleinen Kredit, ne? Also hier zack, zack, zack. Und da ich jetzt noch nicht mal ins Minus gehen musste, nehme ich mir die beiden noch mit. Habe Mana-Regeneration für weitere Fights. Ich gönne mir jetzt hier tatsächlich ein Redemption, damit ich dann Gangplanks Ultima countern kann, falls die zu viel Schaden an der einen oder anderen Stelle anrichtet. Ne? So, und hier in der Mitte geht es auch schon wieder gleich gut ab. Jetzt sie sehen, was das Zeug hält. Haben wir hier den Kill. Das ist nice. Den Satz oben, dem schenke ich tatsächlich hier keine Beachtung. Aber ich frage mich, warum die Orianna da hochgeht. Camille müsste halt einfach diese Split-Push-Matchups permanent annehmen. Tut sie aber leider nicht. Nehmen wir hier uns die Vision. Nehmen hier ein klein bisschen. So, und dann tanzen wir da ein klein bisschen durch die Gegend. Ich gehe dann doch irgendwann mal raus. Ich habe gesagt, ich gehe dann doch irgendwann mal raus. Gut. Nicht mehr ganz so gut. Ah, ich kann dir nicht mehr helfen. Ich würde dir so gerne helfen, ich kann dir aber nicht mehr wirklich helfen. Haben wir vielleicht einen Draven oder so? Nein, haben wir leider nicht. Ach, lass mich doch scheren. Lass mich doch da scheren. Eins, zwei, drei, vier. Ja, vier. Vielen Dank. Wir sind wieder halbwegs vollgeheilt. Ach, cool. Eine Orianna, die ein klein bisschen ein Auge darauf hat. So, einen Ward hier rüber. Der Mountain Drake ist das nächste Ziel. Wir haben noch ein klein bisschen genug Wards, um uns drum zu kümmern. Zuerst, ah, die Animation von dem Nautilus ist einfach immer 10 von 10. Einfach 10 von 10. So. Und dann haben wir ein klein bisschen genug Sicherheit, um zu sagen, okay, hier passiert gerade nichts mehr. Den Wort kann man einfach so ignorieren.
Der ist ja disabled hier durch mein Control Board. Da sind wir eigentlich fein, dass wir den bekommen. Jetzt nehmen wir noch mit, beziehungsweise lassen Camille den? Nein, okay. Dann halt nicht. Dann gehen wir zurück, kaufen wieder ein. Oh. By the way, wir connecten mal mit dem Draven. Dann eigentlich sind wir eher mit dem theoretischerweise unterwegs. Und jetzt geht's mal wieder darum. Wir gehen zuerst hier rauf. Wir können uns leider das noch nicht kaufen, aber so ein klein bisschen. Jetzt seht ihr schon den kleinen Bonus. Ich habe jetzt gerade so viel Gold zusammensammeln können, dass ich die Perle ist egal eigentlich, aber ich konnte mir die Perle eben leisten und noch einen Control Board. Besser wäre fast, wenn ich hier Doppel Control Board gehen würde, aber wie gesagt, das ist einfach der Bonus, den man hier hat. Na, ich bin nicht gut im Last Hit mit Nautilus. Zap. So. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo der Set hin ist. Einmal kurz für Vision sorgen. Der Set ist eh permanent im Split Push und das mit einem Ghostblade und Draktar. Das finde ich ein bisschen weird. Aber wie er meint. Mal kurz schauen, was das hier ist. Das ist einfach nur ein normaler Ward. Das ist nicht wirklich der Rede wert. Chop. Clearen wir das mal kurz. Und wir fangen anscheinend an. Echt jetzt? Okay. Ja, wir fangen den Baron an. Hätte ich jetzt so persönlich nicht so gemacht gleich, weil wir hier drüben einfach keine Vision haben. Aber in dem Punkt muss ich halt einfach rausgehen. Wow. Wow. Wir haben keine Vision. Ne? Connecten wir kurz mal hier rüber. Puh. Ich verstehe halt nicht, warum man den jetzt gerade so forcen wollte. Meine lieben Damen und Herren, das wird noch ein längeres Spiel. Das Traurigste an der Sache ist halt, dass die Gegner dadurch jetzt wieder so ein kleines Comeback feiern. It's good call, just too slow. Ja, so könnte man das auch sehen. Könnte man jetzt halt darüber diskutieren, ob mein Schaden hier praktisch gefehlt hat, kurzzeitig. Weil ich ja praktisch für den defensiven Move gegangen bin und den wegpeelen wollte. Oder was hier praktisch der ausschlaggebende Punkt war. Okay. Ich gehe da mal raus. Das war eine schöne Wombo-Kombo. Eine extrem schöne Wombo-Kombo. Wir skillen mal kurz unser Schild, das wir dann nicht mehr nutzen könnten, wenn wir es wirklich brauchen. Caitlin, ich bitte dich, Frau. Du machst doch keinen Schaden. Ja, aber du machst Schaden. Klein bisschen Respekt habe ich hier doch. Muss ich sagen. Wir connecten mal wieder hier rüber. Ich lebe noch. Die Rüstung zahlt sich aus. Die Rüstung zahlt sich definitiv hier aus. Ich gehe jetzt halt erstmal, wie gesagt, aufs Redemption. Und dann werde ich mir mal noch eine Rüstungsoption überlegen. Ich meine, der Einzige, der wirklich irgendwie gut im Spiel ist bei den Gegnern, ist der Gangplank. Wie kann man den Gangplank countern? Eigentlich gar nicht mal so krass durch Rüstung. Denn wenn er mit den Barrels jemanden trifft, dann hat er praktisch die Rüstungsdurchdringung. Da kann man also nicht viel machen damit. Mhm. Was man machen kann natürlich ist, warum wollten wir jetzt doch nicht für diesen Weg gehen? Ich verstehe euch nicht ganz. Warum, wie countern also im Endeffekt? Man kann prinzipiell,
Na, es ist ein bisschen blöd. Die kriegen wir alle soweit. Ich stelle mich da mal mitten rein. Alles gut, wir CC'en hier 3 Jahre lang. Ja, sterben wir jetzt leider. Ich glaube, Draven ist gestorben, ne? Der hat keinen Schaden mehr gemacht. Wir kriegen Gangplank nicht raus und Gangplank hat dann immer die Möglichkeit, hier so um die Ecke seine Feste zu setzen. Also, Gangplank hat Rüstungsdurchdringung über seine Feste, ne? Und um das ein bisschen zu countern, müssen wir praktisch einen relativ großen Health Pool herstellen. Die Frage ist, wie machen wir das? Wir haben sehr viele Lebensoptionen, wenn wir uns das ein bisschen angucken. Unfassbar viele Möglichkeiten. Ich würde hier jetzt tatsächlich auf Varmox gehen. Da habe ich einfach pures Leben. Meine Resistenzen, also Rüstung, habe ich soweit. Magieresistenz brauche ich nicht wirklich. Hier habe ich dann nochmal da die Cooldown Reduction mit drinnen. Ich denke, das hier dürfte eine gute Option sein. Ja. Aber ich weiß nicht, wie wir, ob das dann wirklich so funktioniert. Denn es ist für gewöhnlich halt doch ein Item, mit dem man ganz gerne mal engaged. Und dann nach dem ersten Engage sich zurückzieht, ein klein bisschen abwartet. Okay. Das war extrem mutig. Also sich zurückzieht und dann nochmal engage, wenn man sich wieder vollgereckt hat. Tja, da war ein Wort. Dieser Zack schon wieder. Lest euch das mal durch, wie dumm die Menschheit ist. Wieso ist jemand so, dass er sagt, na, wenn wir jetzt halt nicht den nächsten Fight gewinnen, dann gehe ich AFK, weil wir haben eh schon verloren. What the heck? Menschen, benutzt euer Hirn. Ist ja nicht normal. Aber traurigerweise verlieren wir halt Stück für Stück an Land. Und das eigentlich ohne großen Grund. Ja. Da war ich jetzt halt schuld, dass ich noch versucht habe, ihm hier zu helfen. Ich hatte eigentlich auf diesen Teleport hier spekuliert. Aber da habe ich wieder ein klein bisschen zu weit gedacht. Das passiert aber momentan sehr häufig. Und was waren jetzt halt unsere Punkte hier, weswegen wir das Spiel geworfen haben? Ein unüberlegter Baron-Fight und schlechte Stimmung im Team. Lass die schlechte Stimmung einfach aus dem Spiel. Die hat da nichts verloren. Die hat da absolut nichts verloren. Ich meine, es ist noch nicht durch. Die Camille hat hier noch den tollen Split-Push. Der nicht durchgeht. Zack und ich weiß nicht, ob wir das hier verteidigen können. Theoretischerweise gegen 4. Das ist... Aber er ist sowieso AFK. Ne? Das ist... 10 von 10 Attitude. Ich mag solche Leute. Ich meine, es ist noch nicht verloren. Ich ziehe die Minions hier ein bisschen weg. Der könnte halt echt viel machen. Aber er will einfach nicht. Naja, was soll's. Futures Market habt ihr aber jetzt in live erleben können. Und ich tatsächlich mag die Rune. Ich finde es sehr interessant, was mit der so alles möglich ist. Es hilft einem, schlechte Backports zu verhindern. Es hilft einem, unüberlegte Backports zu verhindern. Und es hilft vor allem aber auch dabei, Control Wards Wishen zu behalten, weil ihr habt oftmals gerade so euer Item und wollt dann noch ein Control Ward oder 2 kaufen, kriegt das aber einfach nicht hin, weil ihr kein Gold habt und diese Rune hilft euch dabei, das auszugleichen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, schaltet euer Hirn ein und bis zum nächsten Mal. Tschüss, gewiss!